Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nikon hat heute mit der D3300 eine Nachfolgerin für die sehr populäre D3200 vorgestellt. In diesem Video möchte ich euch eine Vorschau zu dieser Kamera geben und euch sagen, was sich eben im Vergleich zur Vorgängerin verändert hat, aber auch nochmal zeigen, was eben gleich geblieben ist. Wenn ihr an einem Review zu dieser Kamera interessiert seid, so teilt mir das doch mit einem Kommentar mit und ich schau mal, ob ich da eben was machen kann. Die D3300 hat wie die Vorgängerin auch einen 24-Megapixel-Bildsensor im APS-C-Format. Allerdings hat Nikon wie bei der D7100 und bei der D5300 den Tiefpassfilter entfernt, was einfach für mehr Schärfe bei den Bildern sorgt. Die Bildfeldabdeckung des Suchers beträgt weiterhin 95% und die Vergrößerung ist auch die gleiche wie bei der Vorgängerin. Und die D3300 hat auch noch 11 Autofokus-Messfelder wie eben die D3200. Die Serienbildzahl wurde von 4 Bildern pro Sekunde auf 5 Bilder pro Sekunde erhöht. Und die Kamera hat jetzt auch den neuen Expeed 4 Bildprozessor, wodurch einfach nochmal das Rauschverhalten verbessert wird wie bei der D5300. Aber es ist jetzt eben auch möglich, 1080p Videos mit 60 Vollbildern pro Sekunde aufzunehmen, was gerade für solche Sachen wie Slow Motion sehr gut ist. Und ich finde es eben schade, dass die D7100 das nicht kann, obwohl sie eigentlich deutlich über dieser Kamera hier angesiedelt ist. Der ISO-Bereich reicht von 100 bis 25.600. Das ist nochmal etwas erweitert worden im Vergleich zur Vorgängerin. Aber diese Bereiche sollte man trotzdem nicht nutzen, da die Bilder eben ziemlich verrauscht werden. Die Displaygröße hat sich nicht verändert, die ist immer noch 3 Zoll und schwenk- und drehbar ist das Display leider auch nicht, was für eine Einsteigerkamera ziemlich gut geeignet wäre. Die Nikon D3300 hat auch einen neuen einfachen Panoramamodus spendiert bekommen, was eben auch wieder für Einsteiger sehr gut ist, da man eben so nicht sich ein spezielles Programm dafür runterladen muss oder das eben in Photoshop machen muss, sondern es geht einfach in der Kamera und das finde ich, wie gesagt, ziemlich praktisch für so eine Einsteigerkamera. Der Body wurde ebenfalls leicht verändert, auch wenn er von außen noch ziemlich ähnlich ist. So sind am Griff doch leichte Unterschiede zu erkennen. Die Kamera ist insgesamt noch mal ein ganzes Stück kleiner und leichter als die Vorgängerin. Was in diesem Fall auch zu begrüßen ist, auch wenn ich eher größere Kameras mag, so ist das für eine Einsteigerkamera doch gut. Die Nikon D3300 wird ab Anfang Februar zu einem Preis von 550 € in den Farben Schwarz, Rot und Anthrazit erhältlich sein. Mit Kit-Objektiv kostet das Ganze dann 650 €, aber ich denke, der Preis wird auch ziemlich schnell dann noch ein kleines Stück runtergehen. Passend zur Nikon D3300 wurde auch noch ein neues Kit-Objektiv vorgestellt. Und zwar ist das eben das 18 bis 55 mm Objektiv. Dieses kann man jetzt einschieben und somit wird es eben noch kleiner, ähnlich wie bei einigen Kompaktkameras, das eben auch möglich ist. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, auch wenn das Objektiv natürlich trotzdem von der optischen Qualität her schlecht ist. So finde ich diese Funktion doch ziemlich gut und ich hoffe, dass es vielleicht auch irgendwann mal für teurere und bessere Linsen kommen wird, da man so einfach Platz im Kamerarucksack zum Beispiel sparen kann. Und in diesem Fall passt das kleinere Objektiv eben auch zu der kleineren Kamera gut dazu. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die mir gut gefällt. Das war's dann jetzt auch schon wieder von diesem Preview. Was ist denn eure Meinung zur Nikon D3300? Teilt mir das doch einfach mal in den Kommentaren mit. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über positives Feedback freuen. Wenn ihr an einem Review zu dieser Kamera hier interessiert seid oder auch an weiteren Videos zu Kameras und Technikprodukten, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ich hoffe dann, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao.